Willkommen zu sympathischem Wetter in Berlin-Brandenburg. Und was heißt das? Richtig, Berlin-Steppenwolf, Berlin, Angermünde, Berlin. Es ist Freitag, der Tag von Berlin, in Berlin. Ich bin jetzt in Börnecke. Hier startet diesmal der Steppenwolf. Und das Wetter ist mal wieder richtig geil. Diesmal kein Schnee, dafür irgendwie Regen. Es ist 7 Uhr. Wir fahren jetzt von Bernau nach Börnecke. Zum Start, dann gibt es ein bisschen Kuchen, Anmeldung und offizieller Start ist um 8 Uhr. Wären ca. 200 Leute, 250, mal gucken, wird voll. Vorsicht! So. Wir haben jetzt so die ersten 12 Kilometer. Alles cool. Ist relativ frisch, neblig. Man sieht ziemlich viel. Und das Feld hat sich auch schon ordentlich aufgeteilt, aber ist klar. Wir sind gerade auf Plattenwegen. Besser Untergrund. Und eigentlich macht es schon Bock. Und es wird hoffentlich noch ein bisschen wärmer. Übrigens habe ich ja hoffentlich einen kleinen Gamechanger dabei. Also ich bin ja kurz lang. Und die Sealskins sind wasserdicht. Kosten zwar auch Geld dafür. Aber gucken, was die so bringen. Ach so, wie es aussieht, wir haben wohl scheinbar die Gruppe getränkt. Zu meiner Verteidigung. Ein Kollege meinte, irgendwer wäre vorne. Scheinbar nicht. Dumm gelaufen. Und hier habe ich meine Drohne gecrashed. Was ich übrigens jedem absolut empfehlen kann, vor so einer Langstrecke nochmal Lenker tauschen, Sattelposition verändern, vor allem wenn das Bike gefittet ist, kann ich echt nur empfehlen, nicht. Und es ist halt noch was ganz anderes, wenn man hier nicht alleine langballert. So, mit mehreren Leuten schon ziemlich nice. War ich schon? Stock! Also kurz gesagt, ich fahre nicht durch Pfützen, weil ich dumm bin, sondern weil ich kann. Wir ziehen hier gerade wirklich vernünftig, so mit 40, 45 km/h bergauf, bergab. Aber ich muss sagen, ich bin da lieber vorsichtig und fahre da lieber entspannt. Also gerade ist mega steil, aber cool. Update, wir haben jetzt so knapp 50 Kilometer
es hat sich jetzt ziemlich aufgerissen. Ist teilweise mega schlammig, nass. Darf man echt nicht unterschätzen, aber es macht schon mega viel Spaß. Gerade auf einem meiner Lieblingsstücke, Kopfsteinpflaster, bergauf. Und ich glaube, es macht Spaß, auf schlechtem Untergrund sehr langsam zu fahren. Puh. Niederfino sieht bei Nebel natürlich auch ziemlich nice aus. Kann man sich auch von oben angucken. Oh. Oh, Brodowin, ich glaube, hier kommt gleich der erste Checkpoint. Und natürlich kann man sich fragen, warum macht man so ein Ding überhaupt? Ich sag mal so, zum einen ist es eine Leidenschaft, so zu leiden, den Spaß, den hat man meistens hinterher. Ich mag Kopfsteinpflaster, Plattenwege, schlechter Untergrund. Das ist irgendwie meine persönliche Leidenschaft. Und man trifft so viele Leute, sieht diese mega geile Landschaft, vor allem jetzt bei Nebel, letztes Jahr Schnee. Und es ist halt nochmal was anderes als Straße, nur Offroad, und hat seinen ganz besonderen Charme. Hast du vorhin schon? Weiß ich gar nicht. Schöne Grüße, Mare. Nächstes Mal kommst du mit, wa? Wir sehen uns im Ziel. Abfahrt. So, absolute Planänderung, immer noch Checkpoint 1. Ist gerade ein bisschen kalt. Hurra! Ich habe jetzt auf Anne, Benny und Tobi gewartet. Fahren jetzt als Gruppe weiter. Es ist kalt. Irgendwie keine 19 Grad. Wer konnte das nur ahnen? Aber wir fahren uns jetzt wieder warm. Hoffentlich. Und endlich wieder die Heizung des Ostens. Herrliches Kopfsteinpflaster. Top! Mittlerweile so knapp 80 Kilometer. Hier geht's ganz super. Das ist top. Was ist Tobi? Ja, moin. Das slidet hier richtig moin, umher. Ja. Viel zu Kraft für jedes Fahrrad. Eigentlich bräuchte ich ein starkes Mountainbike. Ach, eine Katastrophe. Das kannst du gleich bis mal jetzt. Bremse richten. Ihr versteht jetzt mein Problem, glaube ich. Und ich muss sagen, bei dem Wetter hier zu fahren hat für mich so ein bisschen was Meditatives. Es ist mega entspannt, super angenehm, wird so ein bisschen warm, finde ich ganz nice. Hat mega viel Spaß. Immer geil mit Tandem. So, Update aus dem Cockpit. Wir sind jetzt gerade in Angermünde. Haben noch 108 Kilometer. Sonne kommt ein bisschen raus, es wird ein bisschen wärmer. Checkpoint 2 hier am Marktplatz. Und jetzt rollen wir weiter. Absoluter Nachteil daran, dass man Pause macht. Es wird eine Eile arschkalt. Größter Vorteil, dass man weiterfährt. Es kommt neues Kopfsteinpflaster. Das heißt, es wird dann auch wieder warm. Was halt immer ganz nice ist, hier gibt es so eine kleine Abschnitte, also für Pave, für Plattenwege, mit Stern bewertet, Sektor 12 von 25. Was so viel heißt, dass wir noch einen ganzen Batzen Kopfsteinpflaster vor uns haben. Also ihr habt gerade den Besenwagen gesehen. Nee, Quatsch. Noch 86 Kilometer bis zum Ziel. Geht ganz gut, komme glaube ich ein bisschen langsam voran, aber
ist doch scheißegal. Hauptsache Teamwork, Dreamwork. Läuft der Hase. Jetzt am Code Oberberg oder so ähnlich. Mega steil, ist hier am Friedhof und knallt. So, jetzt mal ein bisschen ruhiger. Das war eine mega, mega fette Rampe. Kopfsteinpflaster, ich glaube sogar 14%. Also ein ordentliches Brett. Macht schon Spaß. Manchmal. Bester Mann, passt auf seine Freundin auf. Ja, oder auch nicht. Ja, so viel zu erziehungsberechtigt und verantwortungsvoll. So, jetzt auch coole Lippe. Ist keine Ahnung, Segment von wie viel. Wieder Kopfsteinpflaster. Was erwartet ihr? So, Update. Bei mir hat sich gerade eine Schraube von den Pedalplatten gelöst. Hab zum Glück immer ein bisschen Werkzeug dabei, ein paar Schrauben, alles Nötige. Und was mein persönlicher Gamechanger allgemein ist, ist halt so eine Mini-Ratsche, also von BSH, so ein kleines Ding mit Check-Aufsätzen. Finde ich ziemlich nice. 5000 mal besser als ein Multitool, geht schneller und ist deutlich angenehmer. Und ja, finde ich ganz cool, kann ich nur empfehlen. Ich würde sagen, so langsam machen sich die Segmente natürlich ein bisschen bemerkbar. Allerdings versuche ich auch jedes Segment mitzunehmen. Ist halt irgendwie so ein Empfindlichkeitstraining. Finde ich ganz nice, angenehm und darum geht es ja auch eigentlich. Oh, jetzt kommt nochmal die Sonne raus. Richtig nice. Immer auf 54, aber alles cool. Alles easy. So, hallo bei Kilometer, keine Ahnung, noch 42 to go. Mittlerweile in Eberswalde. Irgendwas zwischen 17 und 18 Uhr. Alles ganz cool. Hier und da ein paar Schmerzen in der Gruppe. Aber ich hoffe mal, das schaffen wir noch alles Gruppe nach. Genau. Hier und da ein bisschen Schmerzen. Ein bisschen internationales Mimimi. Allgemeines Zeichen für Schwäche. Aber schaffen wir schon. Ich bin nochmal den Kollegen, der dazu passt. Nein. Nein, alles cool. Ja, uns lieb. So, noch 18 Kilometer bis zum Ziel. Hatten einen Sturz. Aber sonst ist alles cool. 18 Kilometer, wie gesagt, ist schon dunkel. Aber ja, vielleicht sehen wir es noch am Ziel. Ansonsten mal schauen. So, noch 6 Kilometer bis zum Ziel. Jetzt haben wir es wirklich gleich geschafft. Noch ein bisschen Radweg, Straße. Alles cool. Tag ist geschafft. Gleich gibt es Lagerfeuer, einen vierten Stempel. Und vielleicht sehen wir uns auch an der Bahn. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Liken, abonnieren, kommentieren und ride on. Wir sehen uns.